Oma sagte immer Aurora, in Wärme geborgen, Tochter von heute, Mutter von morgen. Hello, Traveler. In die Front. Fischer haben das Fan Club. Und Lambic. Stillness of the Wind. Die Stille des Windes. So, ich glaube, damit sind wir schon fast im Spiel. Also herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Adventure-Game. Ja, ich habe gerade einfach nur was Kurzes gesucht, weil ich gerade mal kurz was spielen wollte. Und da habe ich mir gedacht, machen wir doch das mal. Eine kleine Farm. Den interagieren und fallen lassen. Talma wuchs auf dieser Farm. Hallo. Hi. Hey. Ah. Oh Gott. Wahnsinn. Zu einer Zeit, in der 8 Paar Schuhe morgens vor der Tür standen. Okay. Jetzt ist er allein, oder wie? Einer nach dem anderen ging sie. In die Stadt oder über das Meer. Jetzt startet sie alleine in den Tag. Huch. Käse? 5-mal? Ich koche Käse? Mit 2 Ziegen, einer Handvoll Samen und der Sonne im Rücken. Ja, Sonne? Zwitscher. Gehen wir mal raus, oder? Dach sieht halt echt aus wie geflickt komplett. Hallo. Eimer? Ich hab schon Wasser hoch. Warum steht das Gewehr einfach so rum? Ist das sinnvoll? Ist hier ein Brunnen? Und hier ein Hund? Na, wahrscheinlich jetzt nimmer, ne? Was meint ihr jetzt mit dem Eimer? Oh, Fußspuren. Ist ja auch cool. Ja, einen Brunnen. Okay. Nein. Ja, dann machen wir doch mal Rechtsklick. Hake. Ah, cool. Da kann ich Felder bestellen. Oh, die Arme ist voll anstrengend. Habe ich überhaupt Samen dabei? Samenmenü oder sowas? Stock. Gewehr. Wahrscheinlich kann ich damit dann was töten. Nehmen wir den Korb mit. Und dann gucken wir mal da rein. Das ist bestimmte Hühnerstärke, gibt es bestimmt Eier. Da kann ich Feuer machen. Was ist das? Füge dem Topf mehr Milch hinzu, um zu beginnen. Ah, da mache ich Käse aus Milch. Und da lagert quasi der Käse. Diese 4 K. Hey, Moment. Ich wollte erst das wissen. Diese 4 Käse halten sich nicht für ewig. Ein bisschen Heu für die Ziege, mehr nicht. Die Reparatur dieser heruntergekommenen Käserei mit ihren Regalen, der Ventilation und den Abstellflächen, das war das Letzte, um das sich Zola damals gekümmert hatte, bevor sie die Farm verließ und Rama zurückließ. Oh, die ist voll einsam, oder? Ach, ich bin ja auch doof, ne? Ist kein Wassereimer, den brauche ich ja zum Melken. Die Musik ist echt schön.
Es gab echt wieder ein Spiel zum Entspannen. Huch, ihr seid ausgebüxt. Das geht aber auch nicht. Fast voll der Eimer. Wie kriege ich die Ziege jetzt wieder da rein? Oh nein, ne? Darf ich jetzt aber auch nicht zumachen, oder? Nee, okay. Also Milch. In den Kessel hier. Jetzt muss ich wahrscheinlich noch Feuer machen. Okay. Und wie mache ich Feuer? Ja. Hm. Rühren? Oh je. Hey. Ah. Ja, Mädel, ich habe kein Feuer. Ah. Okay. Ja, und jetzt wird das Käse. Hm. Ja, noch mehr Milch ist erstmal Quatsch, oder? Wie dauert das jetzt? Was ist denn jetzt mit Eiern und sowas? Was ist das? Die Kasten? Kann ich nichts machen. Okay. Die Hühner rennen auch überall rum, aber ich sehe hier keine Eier. Okay. Wollen wir kurz noch den Käse gucken? Also ich habe auch keine Ahnung, was es in dem Game geht. Aber er ist fertig, hm? Ja, jetzt haben wir schon wieder 5 Käse. Super. Okay. Das ist ja halt überhaupt keine Ziege mehr, ne? Ende ist eh offen, können sie ja eh durch, oder? Eines Sommers, mit ein paar Bartstoppeln am Kinn, beschloss Garza, diesen Ziegenstall wieder aufzubauen. Der nächste einer langen Linie von Lumas wird die Zeit hinweg mit seinen Vorfahren verbunden. Aber ein bisschen laut, oder? Oder gedreht. Okay, ja gut. Hallo! Wenn Sie auch streicheln, wenn ich keinen Eimer dabei habe. Ah. Ach, da freut sie sich aber. Und die andere Ziege. Ja. Aber schlecht, ich muss sie einsperren, ne? Weil, wenn ich sonst was einsehe, fressen mir die doch alles weg. Kann ich die mit dem Stock reinscheuchen? Los geht's. Geh rein. Ich weiß gerade nicht, ob das was bringt. Ich glaube, ich muss gleich ins Bett. Würde irgendwie ein bisschen duscher. Wie die Linie. Das ist ja aber schon cool, ne? Okay, also Strohhamster, gut. Die andere Ziege ist schon drin, oder? Wahrscheinlich gehen die bei Nacht automatisch rein. Mal jetzt einfach mal zu. Ich sehe zwar die andere Ziege nicht, aber die wird schon drin sein. Hier sind jetzt die ganzen Hühner im Eck. Ach, sollte ich euch das vielleicht aufmachen, Leute? Ja. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Das ist der Hühnerstall. Okay, dann legen wir uns doch mal schlafen. Es werde Licht. Habe ich eigentlich Hunger? Ich habe keine Ahnung. Gut. Frimo von Soleda Leibe. Trifft man auf jemanden aus Frimo, lernt man, dass ein offenes Fenster immer besser ist als ein geschlossenes. Überall stößt man dort auf offene Ohren. Sie lauschen nach einem Wort, das nicht ausgesprochen werden darf. Denn ihre Stadt ist auch bekannt als halbe Stadt der Zwillinge. Und dieses eine Wort hat die Macht, die alten Wunden der Vergangenheit erneut zu öffnen. Vor langer Zeit befiel eine tödliche Krankheit alle Zwillinge in Frimo. Um ein Heilmittel herstellen zu können,
pflanzten wandernde Magier einen Spross des Ahnenbaums in der Stadt. Das Heilmittel trug den Namen Vaters Wagnis. Es handelte sich um eine Tinktur, die nach dem Brauen auf zwei Becher verteilt und den Zwillingen von Vater verabreicht werden musste, wissend, dass nur eines seiner Kinder überleben würde. Ach Gott. Damit das Heilmittel seine Wirkung entfalten konnte, mussten die Zwillinge ab diesem Moment voneinander getrennt werden. Während ein Kind langsam wieder zu Kräften kam, wurde das andere fortlaufend schwächer. Doch der Verlust eines seiner Kinder war nicht der einzige Preis, den der Vater zahlen würde. Welch größere Gnade könnte es für einen Mann geben, als zu vergessen, jemals Vater gewesen zu sein? Alter, wie mies. Beim Lesen eingeschlafen. Leg dich ins Bett, komm. Okay, ihr habt jetzt wahrscheinlich hier einen kurzen Cut gesehen, weil ich gerade einen Codierungsfehler hatte und die Aufnahme futsch war. Deshalb, aber ich konnte es jetzt wieder starten, also ich mache jetzt hier weiter und nehme einfach den ersten Teil nochmal auf. Gut, mein Feld ist über Nacht weg, leider. Wie sieht's denn aus mit Eiern, Leute? Ja, doch so. Ich habe Eier gesammelt und habe jetzt aber einfach Müs und alles drin, oder wie? Geh mal kurz ins Haus damit. Kann man uns bestimmt was kochen, was Schönes? Eier und wir haben Käse. Wie wäre es mit dem Omelette? Oder einfach nur ein Rührei? Lass mal ausruhen. Ach, das, so ist die, okay. Das war gut. Da ist ein Brief. Liebe Oma, ich habe es endlich geschafft. Mit Talar und Barrett begleitet... Ach, mit Talar und Barrett. Begleitet sitze ich hier in einem leeren Theater. Eine Stunde zu früh und versuche mich zusammenzureißen. Und mit jeder Minute, der wir uns zur Zeremonie nähern, nimmt die Anzahl an Schmetterlingen in meinem Bauch zu. Ich spüre, wie mein Traum wirklich Realität wird. Heute Abend schließe ich endlich die Akademie ab und schon bald sage ich diesem Planeten auf Wiedersehen und fliege zu den Kolonien auf Luna, okay? Du bist... Ich muss auch oben scrollen. Okay. Du bist immer für mich da gewesen, Oma. Als Kind hast du mir gute Nachtgeschichten vorgelesen. Ich habe noch immer einen Band von Würmchen und Laika auf meinem Nachttisch liegen. Im Winter haben wir uns stundenlang die Sterne angeschaut und im Sommer hast du mich auf den Jahrmarkt mitgenommen. Du warst es, die mir gezeigt hat, dass alle Wunder dieser Welt hinter dem Horizont versteckt liegen. Ich habe meinen Blick seitdem immer nach vorne gerichtet. Du bist die beste Oma. Ich staune noch immer darüber, wie du es schaffst, dich alleine um die Farm zu kümmern. Ich habe noch so viel zu lernen. Ich komme dich bald besuchen, das verspreche ich. Sende dir 1000 Umarmungen, deine Rama. Okay, da hat uns wohl unsere Enkelin geschrieben. Das ist doch schön. Das habe ich schon gelesen. Das ist das, ja. Diese komische, traurige Geschichte. Okay, dann gucken wir doch mal. Geht der Käse jetzt eigentlich kaputt? Aber ich muss sie doch jeden Tag melken, oder? Das ist doch schon so angedacht. Guck mal da rein. Keine Ahnung. Das steht mir aber zu ein bisschen weit im Weg hier. Hey. Warum sagst du hey? Was wollte die jetzt gerade? Ja. Melke ich die einfach jetzt jeden Tag? Sehe ich das richtig? Gehen halt einfach raus, ne? Steig's mal, hast du Schnips. Das war da echt gut. Oh, Entschuldigung.
Vielen Dank für die Milch. Aber wenn sie Käse richtig lagert, hebt er doch ewig, also. Ah, ich kann hier gleich zwei reinfüllen. Dauert jetzt wieder eine Weile. Ah, hallo? Wer bist du denn? Einen wunderschönen Nachmittag, meine Liebe. Wie geht es der Herrin des Hauses an diesem unglaublich langsamen, vorüberziehenden Tag? Ah, ich freue mich jedes Mal hierher zu kommen, Talma. Alle meine Sorgen lösen sich wie von selbst in Luft auf. Handel? Ah, da kann ich auch Heu kaufen, okay. Wie viel habe ich? Wie viel Heu habe ich denn? Ich habe doch keinen Plan. Der Sultan eines fernen Landes fing einst einen mächtigen Dschinn in dieser Flasche. Lass ihn frei und deine sehnlichsten Wünsche werden dir erfüllt. Okay, verstehe. Ich hätte auf jeden Fall gern noch... Voilà, das war eins zu viel. Ah! Wunderkern Kürbisöl. Ich weiß gar nicht, ob uns ein Heu reicht. Zum Brief für mich. Ach, dankeschön. Ich erinnere mich noch, wie sich dein Vater jedes Mal aufregte, wenn weder neben der Tür noch beim Brunnen ein Eimer stand. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, ob es mit dem Heu jetzt reicht und was ich mit dem Kürbiskernöl machen soll, weiß ich auch nicht. Es ist ja kein Samen, oder? Das war ja nur Öl, das kann ja nicht sein. Ich guck mal nach meinem... Ah, ich habe einen Brief. Ich sollte vielleicht den Brief kurz lesen, oder? Ey! Ey! Hast du einen Brief jetzt, Mädel? Das ist der, wo da liegt. Nee, sie liest nichts. Okay, dann gehe ich jetzt erst noch am Käse gucken, weil beim Brieflesen kann sie ja dann auch einschlafen. Das ist ja gar kein Thema. Wir gehen vielleicht noch die andere melken. Eigentlich hätte ich den Käse zusammen produzieren müssen. Das geht doch, glaube ich, oder? Okay, dann machen wir doch mal Käse. Lass mal den raus. Ja, jetzt nimm doch den Eimer. Ja, ich könnte gleich zwei auf einmal machen. Das wäre echt sinnvoller gewesen, ne? Würde ich mir einen Arbeitsschritt sparen, weil ich habe das Gefühl, es wird schon wieder Nacht. Oh, ich schaffe wahrscheinlich kein Stehen ein, ne? Na, die Tiere sind auch noch nicht daheim. Achso, alles noch gut. Komm, werd fertig, bitte. Ich möchte ins Bett. So, das müssen wir so fertig machen. Jetzt gibt es wahrscheinlich gleich um, weil sie so müde ist.
Hühner rennen alle noch draußen rum. Das wundert mich ein bisschen. Okay, jetzt wollte ich noch kurz den Brief hier anschauen. Garza Yuma, Chefredakteur der Nachteule Salazar, Gebäude 67, Stadt Westwindviertel, Elgos. Ach, das war das. Ich habe einen neuen Brief gekriegt. Das ist dann hier. Nee, das ist nur Frimo. Dann leg dich hin. Für ein Geräusch. Hier wird gespeichert. Ach, cool. Okay. Jetzt? Die wirkt so unendlich müde. Der Arme ist ganz allein. Boah, dieser Hund da draußen macht mich kirre. So, jetzt tun wir aber nur den Eimer einfüllen und holen uns dann nochmal Milch. Dann machen wir nicht zwei auf Eimer. Ich glaube, das ist viel sinnvoller. Puh, was meine ich mit dem Eimer eigentlich? Muss ich den ins Haus tragen? Ja, ne? Ja, jetzt. Okay, also sie haben noch vier Heuballen, wie es aussieht. Das muss ja echt passen. Da würden sogar drei Portionen reingehen. Gut, aber das ist ja Quatsch. Ich habe halt nur zwei Ziegen. Die hat Power. Okay, dann bringe ich jetzt so lange die Eier ins Haus, würde ich sagen. Habe ich eigentlich ein Inventar jetzt irgendwie? Was ist mit der Flasche? Mit dem Flaschengeist? Ich probiere mal kurz ein paar Tasten aus. Moment. Okay. Eine der Tasten, die ich gedacht hätte. Nee, es geht auf keiner Taste. Da kochen wir halt mal was. Machen wir heute wieder was mit Käse. Da muss mein Käse rausholen aus der Käserei. Das war gut. Also ich denke mal, es reicht eine Mahlzeit am Tag. Muss schon passen. So, wie sieht's aus, mein Käse? Einer? Und der zweite dran? Schön! Das läuft doch. Ah, hallo! Schön, dich wiederzusehen, meine Liebe. Ich habe gesehen, dass hier draußen in der Wüste überall neue Pilze gewachsen sind. Ich würde gern was anpflanzen. Sind sie nicht süß? Wie klitzekleine Helme zu einem Regiment zusammengedrängt. Wo sieht er denn hier Pilze? Solltest du dich jemals entschließen, einen Korb davon zusammen, werde ich einen großen Preis dafür bezahlen. Ein prachtvoller Preis für prächtige Pilze. Ah, okay.
Tomatensamen, jawohl. Okay, wir haben hier 7. Heilige Worte sind hier eingelassen. Jeden Tag sollst du meinen Durst mit Wasser tilgen, auf dass ich dich mit deinem Gedeihen belohne. Okay, den müssen wir aber einpflanzen und immer Wasser geben. Aber wo ist denn der Brunnen? Wunderkürbiskern. Das ist doch kein Öl. Hühner sind halt auch gar nicht so schlecht, ne? Das lohnt sich ja total, weil die brauchen ja kein Essen. Passt das so? Nein. Wie viel fehlt mir denn? Ich bin hier bei 2, 4, 5, 6. Hä? Bin ich zu wenig? Hä? Ich bin bei 9. 3, 4, 5, 6, 7. Hä? 7, 7. Wieso geht das jetzt denn? Kann ich vielleicht keinen Hut kaufen? Ich kann den Baum des Wissens nicht kaufen? Ich kann den Baum des Wissens nicht kaufen. Okay, das hätte ich jetzt so gedacht. Wie viel muss jetzt kommen? 6. Warum hat es das vorher jetzt schon an? Blumen der Wüste können sehr temperamentvoll sein, meinst du vielleicht auch? Den einen Tag blühen sie auf, den anderen verwelken sie. Bye bye! Ich zwar auch noch Zeug an Pflanzen, das wird ganz schön viel Arbeit für eine Frau, oder? Gentinnen Suite, Nobelviertel. Ach so, mache ich den auf, verdammt. Kann ich das bitte machen, wenn ich schlafen gehe? Weil sonst komme ich jetzt ja zu gar nichts mehr. Davon, das macht natürlich voll viel Sinn. Ja, aber wie gieße ich die denn? Ich pflanze jetzt mal nicht so viel ein, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das gießen soll. Ich habe hier noch keinen Brunnen entdeckt. Sag nicht, ich muss da raus, um zum Brunnen zu kommen. Wie soll ich das schaffen, alles an einem Tag? Sollte den Eimer mitnehmen. Das schaffe ich doch niemals an einem Tag. Mach ich morgen zuerst. Schlafen. Keine Chance, jeden Tag zu gießen. Wie soll ich denn das alles schaffen? Der Tag ist so schnell rum. Oi, oi. Ja, ich wollte Briefe lesen. Wie kann ich denn die anderen Briefe lesen jetzt? Eine Vase mit einer Staublichte. Ja, wie kann ich denn die Briefe jetzt lesen? Verdammte Mist! Verdammte Mist! Muss ich warten, bis ich wieder einen neuen kriege, oder? Oh Mann. Verdammt, 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 hätte ich es doch gleich lesen sollen. Da ist der Brunnen. Machen wir es als erstes.
Wenn der jetzt nur für ein Feld reicht. Wenn ich einmal laufen muss für ein Feld. Dann wird's schwierig. Das ist ja noch ein, ist noch ein Eimer. Als sich meine Vorfahren hier einst niederließen und auf diese Quelle stießen, wählten sie sich für den Namen Yuma, denn er bedeutet Urquelle. Okay. Geh da wieder rein. Geh da wieder rein. Das ist jetzt doof. Ich habe es zugemacht, damit die eine dann auch noch rausgeht. Die werden schon fürs Essen wieder kommen, oder? Es kommt halt drauf an, für wie viele reicht es. So viele Felder mache ich, wie da ein Eimer reicht, hätte ich gesagt. So, hier drüben war Kürbiskern, oder? Ja. Hui! Hui! Okay. Es reicht für 5. Mhm. Gut. Mehr Felder mache ich dann auch nicht. Wenn meine Ziege jetzt weg ist, kriege ich aber echt einen Knopf. Hallo. Kommt jeden Tag, okay. Meine Ziege! Wo ist meine Ziege hin? Oh, ich habe die Klopf verloren. Ich mach mal einmal einen Fehler und schon ist sie weg. Schon ist sie weg. Wie laufen die Dinge? Schlecht, ich habe eine Ziege verloren. Hast du dich daran, wie lebhaft es hier früher war, als wir kein kleinen Äffchen noch in der Gegend herumrannten? Wie wir uns im Tal verliefen, unsere Eltern krank vor Sorge. Hinterher wäre auch immer der Teufel los. Ja, ich habe 2 Ziegen noch. Schale gehörte eins Zaga, dem Wolkenschwimmer. Wurde erschaffen, um die göttliche Gabe der Voraussicht zu gewähren. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, ja. Ich brauche gar nichts, ehrlich gesagt, oder? Weil das kann ich bestimmt wieder nicht kaufen. Verstehe es gar nicht. Das steht, ach, das zeigt gar nicht an, wie viel ich da zahlen muss dafür. Wie viel ist denn das? Nee, das ist so weh, das ist zu heftig. Dankeschön. Ich lese die auch gleich. Das war so bald. Ich muss mich noch melden. Das ist mein Eimer. Jetzt steht der Eimer da draußen. So, die Ziege müsste, hoffentlich kommt die Ziege, wenn es dunkel wird. Okay, ich glaube, morgen sollte ich Heu kaufen. Ah.
Jetzt habe ich halt nur eine Ziege gebrochen, ne? Einmal Milch ist halt ein bisschen wenig. Auf, dass die wieder heimkommen. Warte mal, ich habe eine Idee. Mach das hier zu, dann kann ich das hier aufmachen. Und dann kommt sie hoffentlich wieder heim, wenn sie Hunger kriegt. So kann mir die andere jetzt nicht abwischen. Ja, machen wir mal nur einen Käse. Ja, jetzt guck doch mal die Briefe an. Oh, ich verstehe es nicht. Ey, ich wollte eigentlich die Briefe anschauen, aber es funktioniert leider nicht. Übrigens auch gar nichts gegessen. Ich weiß, du bist müde, du kriegst auch gleich Essen. Ist halt die Frage, kommt die Ziege jetzt nach Hause? Scheibengleister. Ich hab die Ziege verloren. Ich hab die Ziege verloren. So, ne? Mist. Das ist richtiger Mist. Ich kann noch mal raus und gucken. Nicht. Oh, ich hab's verbockt. Ich hab's verbockt. Ja, der Brief bringt ja nichts. Ich muss es gleich lesen, wenn ich einen Brief krieg. Meine Ziege. Meine arme Ziege. Da zu dem Steinhaufen da rechts möchte ich nur. Vielleicht sind da Pilze. Dahin. Das ist ein Friedhof. Ah, da war gerade. Ah, meine Ziege! Und meine Pflanzen wachsen auch schon. Okay, heute möchte ich zuerst Pilze sammeln gehen. Und da muss ich gießen. Ah, da ist ein Grab, okay. Und Luna. Oh, ich kann hier gar keine Pilze sammeln. Schade. Dann machen wir das Wasser und dann nehmen wir den Kopf noch mit. Kann ich ja grundsätzlich auflassen, wenn die Ziegen eingesperrt sind. Hm.
Genau. Schön Wasser geben und können das schön wachsen. Vielleicht gibt es halt auch Unterschiede, was die verschiedenen Pflanzen angeht, wie viel Geld sie bringen und sowas, aber... Ich kann jetzt gerade nicht mehr anpflanzen. Eigentlich. Hm. Wie wenn da was im Sand vergraben worden ist oder so. Hä? Was? Hä? Eine Rakete steigt auf zu den Sternen. Eingeritzt in diesen Zaun von einer 6 Jahre alten Rama, die ihre Mutter vermisst. Oh, wie traurig. Da ist das die Mutter wahrscheinlich, die da dieses, ja, das Grab ist also quasi unsere Tochter. Die Rama war ja die Enkelin. Die quasi studiert, fertig studiert hat. Das mit den Hühnern lohnt sich echt, weil die keine Esse brauchen. Ui. Ja, du solltest den Eimer nehmen. Ach, was mal doof jetzt. So, Ziege Nummer 1 hier molken. Passt das mit in den Eimer rein? Jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. So, der Händler muss jetzt kurz warten. Ich denke mal, dass der wartet. Ich glaube, dass er gleich weiterläuft. Ich möchte zuerst, dass der, dass es brennt und keine Zeit verlieren. Ja, es sind 2. Sehr gut. Gut, jetzt gehe ich raus zum Händler. Und er ist weg. Och Mann, echt, hey. Okay. Wieder was gelernt. Gehen wir schon mal was essen. Da wachsen übrigens Pilze. Da muss ich mal ganz schön weit aus rumlaufen. Ich sollte jetzt erstmal was essen. So, keine Ahnung, ob das muss, aber ja, warte. Dann ab nach draußen, bitte. Ist schon dunkel. Ich hoffe, dass die Pilze morgen noch da sind. Sonst wäre das jetzt mega doof. Aber Pilze gehen ja normal nicht so schnell weg, also ganz ehrlich. Mal. Zweimal. Oh. Oh. Ich bin völlig am Ende. Ich muss etwas essen. Hey, ich habe doch gerade was gegessen. Und drei nicht. Okay, dann esse ich halt jetzt noch was, bevor ich ins Bett gehe. Noch ein Ei zum Abend. Ist auch noch, sieht aus wie eine Mine.
Spiel. Was? 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 Was ist jetzt? Sieht jetzt aber gar nicht gut aus. Zug? Das war ein Traum. Das war ein Traum, oder? Ganz da hinten in die Mine laufen. Okay, jetzt möchte ich erstmal Pilze sammeln. Und zwar als allererstes, bitte. Den Händler darf ich nicht verpassen, weil sonst verhungern jetzt meine Ziegen dann. Okay, so ist voll schneller. Bloß nicht den Händler verpassen. Als ich klein war, kletterte ich manchmal auf diese Windmühle, setzte mich hinter ihr Segel und betrachtete die Welt in Zeitlupe. Sorry, das muss jetzt schnell sein, weil wenn ich jetzt den Händler verpasse, dann ärgere ich mich extrem, weil dann wahrscheinlich meine Ziegen verhungern. Das wäre mir mega ärgerlich. So, sehr gut. In der letzten Nacht, in der wir alle unter einem Dach lebten, ritzten wir TEG in die alte Linde, auf das der Morgen niemals kommen möge. Schnell, schnell, schnell. Nicht, dass wir den Händler verpassen. Los, 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 lauf. Also das Schöne ist, ich hätte eigentlich gedacht, dass die Ziegen mein Zeug fressen. Aber tun sie anscheinend gar nicht. Ich weiß, du hast Hunger, du verhungerst gleich. Gottes Willen. Händler ist noch nicht da. Ey, wenn der jetzt heute nicht kommt, gell? Dann drehe ich aber ruhig. Händler. Streichel dich mal, obwohl du so Hunger hast. Wo bleibt der? Ey, der kam sonst jeden Tag und jetzt kommt er nicht. Musst du was essen? Alter, wie beschissen ist das denn? Ich weiß, ich müsste eigentlich auch was essen, aber ich muss auch noch gießen. Ich hab Angst, wenn ich drin was esse, dass ich den Händler mitkrieg. Da kommt die Morde halt. Uff. Ja, 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 ich komme. Ja, Entschuldigung, ich kann die Falle davon. Jetzt
Zutaten war. Mein Cousin Raveni hat seine Karawane in der Nähe der Stadt aufgeschlagen. Kannst das Klirren seiner Schätze über Kilometer hinweg hören? Hättest du vielleicht Interesse daran? Jeden Tag werde ich dir einen mystischen Schatz bringen, den ich von Hand für dich aussuche. Nur das Beste für dich, meine Dame. Ja. Ja, jetzt kaufe ich erstmal bitte Heu. Hat nur zwei Heu. Ich, okay. Ja, sehr wohl. Boah, Gott sei Dank. Ich muss morgen aber wieder Heu kaufen. Jetzt liest deine Briefe. Oh, das ist viel zu lang. Ich kann nicht anhalten. Man kann immer gießen. Theater, das war unbeschreiblich. Brunch, unser Bruder sieht gut aus, wirkt erschöpft. Der hat wohl Kinder. Und die hat keine Kinder, okay. Das sind Ziegen. Leute, ich muss erst gießen. Das ist doof. Warum bleibt da die Zeit jetzt stehen? Okay, mit Käse wird es heute sowieso nichts mehr, das weiß ich jetzt schon. Mit Eier holen wahrscheinlich auch nicht mehr, weil gleich die Hühner im Stall sind. Oh. Lauf! Da? Keine Zeit. Halt's Tor ist offen. Ich muss jetzt erst die Eier kurz holen. Sonst ist das Haus zu. Käse lasse ich heute. Das hat keinen Sinn. Warum hatten die immer noch Hunger? Die kann doch jetzt essen gehen. Dann nimm mal den Eimer. Und dann gieß mal noch. So bin. Ach Gott, schon, die gießt die Blumen. Ich weiß, du bist müde und Hunger hast wahrscheinlich auch. Wir haben es gleich geschafft. Du bist den Eimer nicht drin, meine Mischma. Was es mit dem Gewehr noch auf sich hat, ob da vielleicht irgendwie wilde Tiere noch kommen oder so. Diese werde ich jetzt, die wollte ich eigentlich verkaufen, ne? Die hätte wahrscheinlich voll wie gebracht. Verdammt, vergessen. Dass ich die Briefe jetzt nicht lesen kann, das ärgert mich total. Etwas ungeschickt halt. Beim nächsten Mal lese ich sie.